Hallo liebe Musikfreunde, in diesem Video geht es um die neue Pad-Matrix im PA5X und PA5X Musikant. Als neues Feature der Pad-Matrix können wir jetzt blitzschnell in einem Style oder in einem MIDI-File Spuren stumm schalten oder auch solo schalten. Stumm schalten, um zum Beispiel einen Style oder einen MIDI-File ein bisschen luftiger zu gestalten. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Solo schalten mit der Shift-Taste und einer entsprechenden Spur. Praktisches neues Feature. Man kann natürlich diese 16 Pads auch selber programmieren. Wir haben eine Programmierebene und ich habe mir überlegt, was kann man mit den Pads noch alles anstellen. Jetzt ist jedes dieser 16 Pads, wie gesagt, frei programmierbar. Und ich habe mir überlegt, man könnte vielleicht einmal ein paar rhythmische Figuren, ein paar Bassfiguren und ein paar Begleitspuren hier kombinieren. Und das würde ich mal eben demonstrieren. Also dem Spieltrieb sind da keine Grenzen gesetzt, weil auch die melodischen Spuren, die melodischen Pads auf mein Akkordspiel reagieren. Könnte jetzt theoretisch, wenn man sich das geschickt programmiert, mit der Matrix oder mit den Elementen der Matrix sogar einen ganzen Titel spielen. Das ist einfach und besser.